Gründungsförderung am SCE. Du hast einen ersten Gedanken zu einer Geschäftsidee oder bereits ein Konzept für ein innovatives Geschäftsmodell? Das ist doch schon mal super. Aber wie geht es jetzt weiter? Ganz einfach. Komm ins Traschek Center for Entrepreneurship an der Hochschule München in der Hessstraße 89. Von Einstiegsangeboten bis hin zu einem eigenen Förderprogramm hat das SCE viel zu bieten. Studierende, Professoren, Angestellte oder Alumni der Hochschule München können die kostenlosen Angebote der Gründungsförderung in Anspruch nehmen. Die Aktivitäten der Gründungsförderung lassen sich in drei Bereiche gliedern. Erstens Sensibilisierung für den Entrepreneurship-Gedanken. Zweitens Schaffung einer aktiven Entrepreneurship-Community an der Hochschule. Und drittens Beratung und Unterstützung bei der Kommerzialisierung von Innovationen. Ein guter erster Anlaufpunkt ist das Innovationscafé. Dieses findet jeden ersten Dienstag im Monat um 18 Uhr in der Steakhouse Creative Hall statt. Dort sprechen wechselnde Referenten über gründungsrelevante Themen, die für Startup-Unternehmen und Gründungsinteressierte von großer Bedeutung sein können. Und du kannst dort das Team der SCE Gründungsförderung schon einmal kennenlernen. Bitte melde dich für die kostenfreie Veranstaltung an unter www.sce.de/events. Am SCE gibt es auch eine offene Sprechstunde. Jeden Dienstag zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr steht ein Gründungsberater oder eine Gründungsberaterin zur Verfügung, mit denen du deine Geschäftsidee diskutieren kannst. Eine Anmeldung ist nicht nötig, komm einfach vorbei. Du kannst auch jederzeit per E-Mail oder telefonisch einen Termin zur Erstberatung vereinbaren. Die nötigen Kontaktdaten dazu findest du unter www.sce.de/gründen. Hier hast du die Chance, über den aktuellen Stand deiner Idee, deines Konzepts und deines Geschäftsmodells zu diskutieren und konstruktive Kritik und Ratschläge zu bekommen. Außerdem erhältst du alle nötigen Informationen für weitere Schritte und über die weiterführenden Angebote des SCE. Das wären zum einen die Gründungsberatung und zum anderen die mögliche Aufnahme in das Förderprogramm. In beiden Fällen wird dir oder deinem Team ein Gründungsberater zur Seite gestellt. Befinden sich Startup-Teams in der Gründungsberatung, vereinbaren diese von sich aus Termine mit ihrem jeweiligen Gründungsberater und erhalten umfassende Beratung und Zugang zum SCE-Netzwerk. Befinden sich Startup-Teams im Förderprogramm des SCE, so gehören sie zur sogenannten Startup League. Die Förderung ist auf 6 Monate ausgelegt und beinhaltet Beratung, Weiterbildungsangebote, finanzielle Unterstützung, einen Arbeitsplatz im hochschuleigenen Inkubator sowie Öffentlichkeitsarbeit. Ziel ist es, nach 6 Monaten einen funktionsfähigen Prototyp vorweisen zu können und mit seinem Startup marktreif bzw. investorenreif zu sein. Oder sollte die Geschäftsidee und das Startup-Team dafür geeignet sein, sich während der Startup League bereits für weitere Förderungen, wie beispielsweise für das Exist-Gründerstipendium, bewerben zu können. Auch nach Ende der Förderung werden die Alumni-Teams weiterhin kommunikativ unterstützt und sind jederzeit am SCE willkommen. Ist dein Interesse geweckt? Dann schau einfach mal bei uns oder bei einer unserer Veranstaltungen vorbei und lern uns kennen. Wir freuen uns auf dich. Weitere Informationen und Angebote gibt es unter www.sce.de.